Alle reden immer über Ziele erreichen, aber wie genau setze ich mir auch ein Ziel? Ich halte mich und mein Business irgendwie über Wasser, aber irgendwie fehlt mir auch die Struktur. Was soll ich tun, wenn mein engeres Umfeld meine beruflichen Ziele nicht unterstützt? Wie baue ich Selbstvertrauen auf? Wie lerne ich auch mal Nein zu sagen? Das ist eine super coole Frage. Der Punkt ist, herzlich willkommen zur 123. Evolution Podcast Folge. Heute habe ich einen Gast, der mir Fragen stellen wird, und das ist der liebe Peyvan Chelgan von Social Power Media, unseren Social Media Partnern. Und Peyvan, du hast das Wort, du stellst mir die Fragen, und zwar eben einfach Fragen, die regelmäßig in Social Media aufgekommen sind, TikTok, Instagram, wo auch immer. Schieß los. Genau. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und wie du schon gesagt hast, also auf Social Media kommen immer wieder Fragen, gerade im Bereich Mindset kommt da ganz viel. Mhm. Und einige der Fragen häufen sich halt. Und dann habe ich mir gedacht, klar, wir gehen immer in den Kommentaren darauf ein, aber da habe ich mir gedacht, okay, komm, wir stellen die jetzt mal direkt im Podcast, da haben sie auch eine Antwort von dir persönlich. Und das ist dann nochmal ein bisschen persönlicher einfach. Genau. Dann würde ich sagen, ich starte mit der ersten Frage. Die wäre, alle reden immer über Ziele erreichen, aber wie genau setze ich mir überhaupt ein Ziel, das mich wirklich motiviert? Okay, das hat zwei Teile im Prinzip, die ganze Sache. Im Endeffekt kannst du dir jedes Ziel setzen, was immer du willst. Und die grundlegende Sache dabei ist halt immer, was ist der Zweck hinter dem Ziel? Also der Purpose, könnte man auch sagen, ne? Und dazu gehört auch immer so einen grundlegenden Purpose im Leben zu haben. Und das ist auch aus meiner Betrachtung, aus meiner Beobachtung, eins der Hauptprobleme, dass Leute eben glauben, sie müssten sich ein Ziel erreichen, um eben zum Beispiel abzunehmen oder um Geld zu verdienen. Wenn sie aber den darunterliegenden, also könnte auch sagen, dieses da oben ist das Ziel oder auch irgendein Problem da oben, aber das Problem entsteht darunter, das liegt weitaus tiefer. Und genauso ist es bei einem Ziel auch, weil viele Menschen setzen sich irgendein Ziel und dann erreichen sie es nicht, weil sie gar nicht dranbleiben, weil sie im Endeffekt mit dem Ziel selbst nicht in Übereinstimmung waren. Also Beispiel, ich sage, ich möchte 1 Million Euro Umsatz machen. Und dann haben sie sich natürlich keine Gedanken gemacht, was gehört denn überhaupt dazu? Aber die viel wichtigere Frage ist, was ist der Zweck? Also was ist der darunterliegende Purpose, ne, als Zweck? Also die darunterliegende Zielsetzung. Zum Beispiel, ich will einfach eine coole Firma aufbauen. Ich möchte Mitarbeiter einstellen. Ich will einen Laden haben. Ich will bekannt, also bekannt meint jetzt nicht unbedingt Fame, berühmt, ne, sondern Sichtbarkeit haben. Und wenn ich als Immobilienmakler maximal erfolgreich sein will, dann brauche ich das. Das heißt, das ist das Warum dahinter. Und jetzt wird einem mehr und mehr klarer, dass es überhaupt gar nicht nur um das Ziel selbst geht, sondern vielmehr das, was darunter liegt. Und in dem Moment, wo ich mir zum Beispiel darüber im Klaren werde, machen wir noch ein einfacheres, abnehmen, guten Körper, gutes Bodymanagement zu haben. Wenn mir bewusst wird, dass, hey, wenn ich jetzt also jahrelang so weiterlebe wie bisher, dann betreibe ich Raubbau am Körper, dann werde ich nicht so viel Energie haben, ich werde mich nicht wohlfühlen, ich werde vielleicht irgendwann mal nicht mehr die Schuhe zubinden können, ne? So wenn ich mich bücke als Mann. Und dann wird mir mehr und mehr realer, welche Wichtigkeit zum Beispiel ein vernünftiges Körpergewicht haben. Und ich meine jetzt nicht, dass jeder Mensch jetzt da draußen einen Waschbrettbauch braucht oder sonst irgendwas, aber einfach ein gesundes Verhältnis und eine gesunde Beziehung zum Körper. Und genauso verhält es sich mit Geldzielen. Na, wenn das Einzige, was mich motiviert, ist das nächste Auto oder was auch immer, dann ist das einfach auf Dauer zu wenig. Das hält dich zwar irgendwie ein bisschen auf Trab, aber das führt dich nicht dahin, ein geiles Leben zu haben und wirklich glücklich zu sein. Wenn du aber grundlegend weißt, warum, ne, warum will ich das kriegen?
Ziel, Zweck und was ist das Endergebnis? Ziel, Purpose, Endergebnis. Also das heißt, was ist denn dann, wenn ich diese 1 Million Euro oder diese 1 Million Dollar Frage, könnte man auch fast sagen, also diese 1 Million Euro Frage mir beantwortet habe, was passiert denn dann? Was ist dann passiert? Was stellt sich ein? Was verändert sich in meinem Leben dadurch? Oder ist es einfach wieder nur, ja, dann kann ich aber mehr Urlaub machen oder was auch immer. Das ist halt einfach not enough. Es ist nicht genug. Ziel, Zweck, was wird das Ergebnis sein? Was ändert sich für mich? Und dann wird die ganze Sache schon viel, viel klarer. Ja, cool. Coole Antwort. Die nächste Frage wäre, ich halte mich und mein Business irgendwie über Wasser, aber irgendwie fehlt mir auch die Struktur. Hast du da Tipps? Ja, also auch hier ist im Endeffekt genau das Gleiche. Oder es geht in die ähnliche Richtung. Der Punkt ist, wenn man sich nicht wirklich im Klaren ist, sagen wir mal, du erinnerst dich an Zypern, und da habe ich die Frage gestellt, bist du glücklich? Also in die Runde, 25 Unternehmerinnen und Unternehmer, du erinnerst dich, bist du glücklich? So, wir sagen jetzt nicht die Antwort, wir sagen jetzt nicht, was da gewesen ist, was da kam, aber das ist eine sehr entscheidende Frage. Ich könnte die erweitern und sagen, machst du eigentlich das, was du wirklich willst? Machst du wirklich das, was du willst? Bist du überhaupt mit dem, was du tust, in Übereinstimmung? Sind wir wieder bei dem Thema, ich stimme überein mit Arbeit, mit Makel, Objekte reinzuholen, mit Akquise, mit Einkauf, mit Verkauf. Stimme ich damit überein? Also sage ich zu all diesen Sachen ja. Ja, die mache ich, die muss ich machen, das ist meine Pflicht, diese Dinge zu tun, um erfolgreich zu sein. Wenn ich aber bei jeder Tätigkeit, die ich tun muss, wie Akquise oder wie Marketing, Zweifel bekomme, wenn ich bei den Sachen, die ich tue, immer wieder durcheinander gerate, dann stimmt ja was Grundlegendes nicht. Das Ergebnis ist Instabilität. Das Ergebnis ist, mein Laden fluppt nicht, mein Laden läuft nicht. Das ist nur das Ergebnis. Es ist nur das Offensichtliche. Und das Darunterliegende ist das eigentliche Problem. Zum Beispiel, man ist nicht diszipliniert, weil die Disziplin oder Inkonsequenzen, Undiszipliniertheiten immer wieder aus dem Rennen werfen. Also du nimmst dir etwas vor und du machst es nicht. Kompetenz. Kannst du das wirklich, was du eigentlich tun solltest oder müsstest? Also beherrschst du das? Kannst du das? Oder bist du so ein Typ, der, keine Ahnung, bei jedem Sonnenstrahl, der sozusagen erscheint, sagst, ja, schön im Café sitzen ist geiler. Ne? Oder ist das, was du tust, geiler für dich? Also für mich ist das, was ich tue, geiler, als jetzt bei schönem Wetter draußen zu sein. Weil ich das einfach feiere, was ich tue und da on fire bin. Mhm. So, verstehst du, was ich meine? Also am Ende ist das immer eine Folge. Das Ergebnis ist nur eine Folge aus den darunterliegenden Dingen, die dir nicht klar sind, die dir nicht bewusst sind und so weiter. Das ist das Thema für Instabilität. Weil jeder, wenn du jemanden fragst, was musst du tun, um in deinem Business erfolgreich zu sein, dann sage ich dir, denen ist das schon klar. Und das wird auch jedem, der jetzt da draußen diese Podcast-Folge hört, dem wird das auch klar sein. Ja, ich muss Kunden gewinnen, ich muss Marketing machen, Akquise machen, ich muss auf Alleinaufträge reinholen und ich muss Objekte verkaufen. Das ist total simpel. Aber warum scheitern denn so viele daran? Weil sie am Ende des Tages sich ablenken lassen, weil sie die Hindernisse für zu groß empfinden, habe ich ja keinen Bock, ne, dann hole ich dann lieber doch den Auftrag rein zu einem nicht verkaufbaren Kaufpreis. Sie machen nicht die Dinge, die sie sich vornehmen. Kommt wieder irgendwas dazwischen, wobei wir wieder bei den Ablenkungen wären. Und eigentlich so eigene Widerstände. So, das ist schon, es ist wirklich sehr basic. Es ist immer wieder das Gleiche. Aber es scheitern auch alle an den Basics. Alle scheitern genau daran. Und die erfolgreich sind, haben die Basics drin.
Das ist das Thema. Ja. Du hast jetzt ein paar Mal über Purpose gesprochen. Merkt man das, wenn man den Purpose gefunden hat, merkt man das als Person? Ja, klar. Woran merkt man das? Weil wenn du dir die Frage stellst, warum, also was ist eigentlich so grundlegend, was mich motiviert, was mir Freude macht im Leben, was ich einfach gerne tue. Und das meint jetzt nicht gerne Geld verdienen. Mhm. Ja, das ist kein Purpose. Geld verdienen ist, könnte man sagen, ist auch ein Purpose. Ja, aber das klingelt so dermaßen, wir haben es ja auch in Zypern erlebt, weil wir die Übung dazu gemacht haben, dass nicht alle gleichzeitig, aber so nacheinander, jetzt selbst ein paar Wochen danach, wir sind jetzt glaube ich in der dritten Woche, ich weiß es gar nicht genau, dritte Woche danach, und ich kriege jetzt noch Anrufe beziehungsweise Nachrichten, es hat geklingelt bei mir, also mir ist es klar, mir ist es bewusst geworden, und das löst halt einfach was aus, weil das ist wie, als wenn so eine Lampe angeht, wirklich, als wenn eine totale Lampe angeht. Und das ist sowas auch wieder total Basic-mäßiges, dass einem einfach, dass man versteht, also man könnte fast sagen, warum bin ich eigentlich da? Was ist, wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Und ich sage es euch, Leute, wirklich, hört auf irgendwelchen Typen da draußen, ich kann es nicht anders sagen, irgendwelchen Typen da draußen zu glauben, die euch vormachen wollen, dass das einzig Wahre im Leben ist, Geld zu verdienen, weil man dann alle Probleme lösen kann. Ja, mit viel Geld oder mit ausreichend viel Geld löst du natürlich einen Haufen Probleme. Das ist gar keine Frage. So. Aber die Leute, die sehr erfolgreich sind, die haben einfach diesen Follow your purpose oder die sind on purpose. Das ist so. Und damit meine ich nicht irgendwelche geldgetriebenen Wahnsinnigen, sondern die wirklich was bewegen. Ob das regional ist, ne? Also regional als Makler an einem bestimmten Standort, in einer bestimmten Stadt. Da kann ich doch auch dafür stehen, dass ich der Makler bin, der den Leuten wirklich hilft, ihre Immobilien tipptopp zu verkaufen. Oder der wirklich den Menschen dabei hilft, ihre Traumimmobilie zu bekommen. Wo ist das Problem? Und wenn du doch das schaffst, dann ist doch Geld kein Problem mehr für dich. Also wenn du vielen Menschen in der Reihe hilfst. Und es ist ein Unterschied, ob ich jemandem sage, hier, pass mal auf, das ist genau die richtige Immobilie für dich, weil wir uns unterhalten haben, ich weiß genau, was du haben willst, ich weiß genau im Kopf, wie deine Immobilie aussehen will und ich besorge dir die, und ich verkaufe dir die, dann ist Verkaufen ein ganz anderes Level. Also das ist so das Verständnis von dem Thema. Okay, cool. So, dann die nächste Frage, die ist ein bisschen kritischer, sage ich mal. Was soll ich tun, wenn mein engeres Umfeld meine beruflichen Ziele nicht unterstützt? Der Kontakt zu ihnen ist mir sehr wichtig, meine Träume aber auch. Mhm. Also das Ding ist halt einfach, dass gerade das engere Umfeld, wenn man sich selber verändert, also einfach so eine Entwicklung stattfindet, dann ist es mit dem engeren Umfeld meistens schwieriger als mit dem erweiterten Umfeld oder neuen Menschen, die man kennenlernt. Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass wenn sich jemand entwickelt, er meistens sich ein neues Umfeld um sich herum baut. Warum? Weil die lernen einen ja dann so kennen, wie man dann in dem Moment ist. Und die feiern einen natürlich dafür, dass man so ist. Bei dem engen Umfeld findet ja eine Veränderung statt. Also das ist anders, als es vorher war. Und wenn aber die Leute einen anders vorher gemocht haben und jetzt verändert man sich, dann wollen diese Menschen, und das ist noch nicht mal bös gemeint, die wollen einen lieber so behalten, wie man ist. Und das ist schon mal eins der Schwierigkeiten dabei. Also Menschen haben häufig Angst vor Veränderungen. Wird er dann noch genauso sein wie jetzt? Ach, irgendwie ist es ganz komisch, wie der sich entwickelt. Der ist auf einmal so klar im Kopf. Der weiß auf einmal genau, was er will.
So, das droht dann manchmal auch so eine gewisse Gefahr, weil man weiß ja, das Umfeld weiß ja gar nicht, hey, kann ich mit dem jetzt noch genauso umgehen wie vorher? Wer weiß, vielleicht hat ja das Umfeld einen auch ganz gut im Griff gehabt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Der hat einen vielleicht ganz gut im Griff gehabt. Weißt du, so die Mama und der Papa. Weißt du, wenn ich dem Payvan erzählt habe, hier, mach mal, dann hat er einfach gar nicht lange gefragt, dann hat er das gemacht. Oder die Freunde, Freundin, was auch immer so. Der war ganz einfach, ganz easy. Und auf einmal fängt er an, blöde Fragen zu stellen. Was ist mit dem los? So als einfaches Beispiel. Ja. So, und da schlägt dann so ein bisschen, wir haben früher gesagt, der Umwelthammer. Der kommt dann, der Umwelthammer. Das heißt, die Umwelt möchte einen gerne so behalten, wie man war. Und nicht, wie man sein könnte. Weil du wirst ja selber vielleicht kritischer. Oder du wirst bewusster, dir wird auf einmal klarer, pass mal auf, der Peter, dieser kleine Arsch. Ne? So, dieser Peter, dieser kleine Arsch, der ist eigentlich ein richtiger kleiner Penner. Also du fängst auf einmal an, Dinge zu sehen, wirklich wahrzunehmen, bewusster wahrzunehmen, die du vorher, ach, der Peter kann eigentlich machen, was er will. Das ist mein Kumpel. Der kann mir auf den Sack gehen, der kann mir auch mal blöde Geschichten erzählen, aber du hast nie was gesagt. Und jetzt sagst du auf einmal Peter, sag mal, Peter, was redest du eigentlich für einen Müll? Und Peter hat immer Müll geredet. Zeit seines Lebens hat er eigentlich nur Müll geredet. Bitte keiner, der jetzt Peter heißt, böse sein auf mich. Kriegst du das Konzept? Ja. Der Peter checkt auf einmal, dass du den Peter nicht mehr cool findest. Weil Peter im Müll erzählt und er hat so viel Spaß gehabt am Müll erzählen. Und jetzt sagst du ihm das erste Mal, Peter, hörst du dir eigentlich selber zu, was für ein Bullshit du erzählst? Und wie viele Menschen haben wir um uns rum, die Bullshit erzählen? Oder die von Dingen reden, die sie aber nie tun? Und jetzt checkst du das. Jetzt nimmst du das wahr. Und jetzt sagst du dem einfach mal, was du wahrnimmst und sagst, Peter, sorry, aber irgendwie muss ich dir jetzt mal sagen, ist dir jetzt schon mal aufgefallen, was für eine Kacke du erzählst? Verstehst du? Und jetzt musst du dich ja nicht wundern, dass Peter jetzt abgefuckt ist auf dich. Ja? So, und das ist so ein bisschen so die Erklärung, was so wirklich in dem Hintergrund passiert. Und end of the day gibt es im Prinzip genau zwei Möglichkeiten. Entweder Peter erkennt jetzt, dass du cooler geworden bist. Dafür muss aber Peter irgendwie auch ganz cool sein oder bereit sein, sich auch so ein Stück weit weiterzuentwickeln. Ich vermute aber mal, dass Peter nicht bereit ist dazu. Und deshalb wird das schwierig, weil du dich veränderst. Okay? Ganz normale Sache. Ganz normale Sache. Zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst Peter mit auf die Reise, weil Peter einsieht, ey, Payvan ist ein Cooler. Den habe ich ein bisschen unterschätzt in der Vergangenheit. Aber es macht total Sinn, was der sagt, und geht mit. Variante 1. Variante 2, Peter wird bockig. Peter wird bockig, will dich unten halten, will dich klein halten, will eigentlich gar nicht, dass du dich weiterentwickelst. Dann kannst du mit ihm darüber reden, sagt Peter, keine Chance, kannst du vergessen, mein Weg ist klar. Und dann hast du nicht mehr so viele Optionen. Dann kannst du halt sagen, entweder kommst du mit, love it or leave it. So. Wenn du aber diese Ziele, die dir wichtig sind, erreichen willst, dann musst du bereit sein, auch den einen oder anderen gegebenenfalls zu opfern. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also muss man bereit sein, den einen oder anderen zu opfern, weil das halt ein Teil des Spiels ist. Das ist ein Teil vom Spiel. Ja. Weil nicht jeder wird mit dir sein. Und wenn du nur darauf gehst, dass du mit Leuten zusammen bist, die mit dir gehen, und die, die nicht mit dir gehen, du dann deine Ideale aufgibst, weil der nicht mit dir geht, ist halt auch ein bisschen Banane. Weil es ist ja dein Leben. Es ist dein Spielfilm. Du bist der Regisseur. Also musst halt dir die Frage stellen, bist du bereit oder willst du deinen Film drehen oder den der anderen? Und wenn du deinen Film drehen willst, dann musst du bereit sein, Menschen gegebenenfalls im Sinne deines Ziels, im Sinne deiner Ideale zu opfern. Ist übrigens das gleiche wie in der Firma. Du musst in der Firma als Unternehmer bereit sein, den Einzelnen zu opfern für das Team. Wenn einer durchdreht oder Scheiße baut, dann musst du den opfern. Dann musst du bereit sein, den zu opfern.
Sonst funktioniert es nicht. Oder willst du das ganze Team rausschmeißen, um dem einen das gerecht zu machen? Funktioniert nicht. Ja. Wie du ist hart, aber ist so. Wie du eigentlich gesagt hast, es geht immer dieses übergeordnete Ziel. That's it. Anders kriegt man es halt nicht hin. Genau, und da sind wir wieder beim Thema Widerstände. Ne? So, aha, ja, ich will es aber. Jetzt kommst du ein bisschen drauf an, wo stehst du selber? Willst du es allen recht machen? Aber hey, das ist einfach. Das funktioniert nicht. Das ist nicht das Konzept, was im Leben funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Guck mal, der Panther, der durch den Dschungel fegt, der kann es auch nicht allen recht machen. Aber es ist der Panther. Oder der Gorilla oder sonst irgendwas. Weißt du, die starken Tiere. Aber auch die kleineren Tiere wollen ja auch irgendwie durchs Leben kommen, ne? Und durchkommen. Ne? Aber am Ende des Tages ist der Panther eigentlich ein gutes Beispiel. Der ist nicht der Freund von allen. Aber auch nicht der Feind von allen. Aber es ist der Panther. Also muss man ein Panther sein. Ja, aber das Tier kann man sich aussuchen. Ne? Bei mir ist es der Panther, den feiere ich schon sehr. Ne? Und aber das muss halt jeder für sich selber finden, ne? was es halt ist. Ne? Aber ich lasse halt auch nicht mit mir den Molly machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ne? Ich bin nicht der Fußabtreter für wen auch immer. Ne? Also ich bin schon sehr nett und auch sehr, sehr liebevoll zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Geschäftspartnern. Nur es gibt halt eine Situation, wenn man eben nicht fair spielt oder ungerecht ist oder nichts liefert, kein Produkt liefert, ja, oder auch kein Austausch liefert, ne? Oder sozusagen ich supporte andere, aber dann erwarte ich natürlich auch den Support zurück. Ich kann ja nicht nur andere unterstützen, aber die unterstützen mich nicht. Ja, so, also es ist eine Mischung zwischen einem Schaf oder einem Schafshirten, ne? der wirklich so seine, und das meine ich jetzt nicht irgendwie abwertend oder so, sondern der alle gut behandelt und cool und so weiter. Aber wenn es drauf ankommt, dann kriegt man dann so die Erscheinung eines Panthers. Da muss man halt mal die Krallen ausmachen. Ja, genau. That's it. Okay, cool. Dann die nächste Frage wäre, wie baue ich Selbstvertrauen auf, um meine Ziele zu erreichen? Das ist auch ein großes Thema, das immer wieder in den Kommentaren geschrieben. Ja, das ist eine super coole Frage. Die würde ich sogar fast damit einhergehen lassen, so wie motiviere ich mich? Ne, Selbstvertrauen ist ja sich selbst vertrauen, das mal einfach so auseinanderzunehmen, sich selbst vertrauen. Ja, das könnte man sogar im Dialog lösen, ist, guck mal, ich mach's mal ganz einfach. Wenn du unfähig bist, hast du dann Selbstvertrauen oder nicht? Nee. Okay, was musst du werden? Fähig. Genau. Wer fähig ist, hat Selbstvertrauen. Ja. So einfach. Das ist eine ganz einfache Sache. Also Fähigkeiten erwerben bedeutet, sich Wissen anzueignen und vor allen Dingen eine Sache, und das sage ich auch hier in diesem Podcast-Folge ganz deutlich, aufzuhören zu glauben, dass man schon alles kann oder alles weiß und alles kann. Wenn du nicht den Erfolg hast, kannst du natürlich auch einreden, ne? So, aber das Ding ist, fang an mit der Bereitschaft bei dir selber, Dinge zu lernen und zwar richtig zu lernen. Wenn du also in einem Büro sitzt und da ist ein bisschen Chaos, dann hast du nicht die Fähigkeit, Dinge zu organisieren. Wenn du zu wenig Zeit hast, dann hast du nicht die Fähigkeit, Zeit zu managen. Wenn du immer noch in der Situation bist, dass du, sagen wir mal, so 5 bis 6 Wochen Urlaub im Jahr brauchst, dann sage ich dir, dann hast du einen scheiß Arsch voll Probleme mit Arbeit. Weil du mit deiner Arbeit nicht zurechtkommst, weil du Urlaub brauchst, um dich zu erholen. Wenn du mit Arbeit kein Problem hast, brauchst du auch keinen Urlaub zur Erholung, sondern machst du Urlaub zur Inspiration. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Ja, ob ich Urlaub mache, um mich inspirieren zu lassen, um auf neue Ideen zu kommen, ja, und was Neues zu lernen, mich weiterzuentwickeln, oder ob ich Urlaub mache, weil ich so im Arsch bin. Und das Witzige ist ja, das funktioniert ja gar nicht, das Konzept. Weil du kommst ja zurück und die scheiß Arbeit liegt ja trotzdem da. Noch mehr. Und meistens noch viel mehr davon. Ne? So, also das wirklich Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein ist in Kenntnis seiner Fähigkeiten, Fähigkeiten zu entwickeln, sich persönlich weiterzuentwickeln
und diese zu erwerben. Hast du keine Ahnung davon, wie man Mitarbeiter einstellt, dann lerne es. Hast du keine Ahnung, wie man Mitarbeiter führt, lerne es. Und es gibt genug Möglichkeiten und bitte jetzt nicht einen Udemy 9,99 Euro Kurs, wie man Mitarbeiterführung macht das, und hört auf mit euren Leadership-Büchern oder sonst irgendein Blödsinn. Ja, die meisten, die Bücher geschrieben haben, wenden das nicht im geringsten selbst an. Also halte ich lieber an jemanden, der Mitarbeiter hat. Wie wir zum Beispiel, wir sind fast 20 Mitarbeiter mittlerweile. Ja, wir haben ein erfolgreiches Unternehmen. Wir wissen, wie Makeln funktioniert. Wir wissen, wie Unternehmer sein funktioniert. So, und wenn jetzt so ein Typ wie ich dir gefällt und du glaubst, von mir dir was zeigen zu lassen, dann ist das auf jeden Fall die erste Adresse und eine viel wichtigere Adresse und nicht von jemandem, der für 9,99 Euro irgendwelche Videokurse verkauft. Das macht keinen Sinn. Ja. Verstehst du? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das lernst du auch nicht auf der Unität, lernst das auch nicht, also auf der Universität lernst du das auch nicht, weil der Typ, der Professor, der da auf der Universität ist, ja sorry, warum ist denn der Professor? Hat er eine eigene erfolgreiche Firma? Wendet er das selber im Leben und in der Praxis an? Frag ihn. Wie oft hat er das, was er lehrt, selbst angewendet, selbst umgesetzt? In wie viele Misthaufen ist er selber getreten? Aber das Ding ist, du musst es lernen. Weil wenn du es lernst und Wissen, ein Buch lesen, reicht nicht. Du musst es anwenden. Und Beispiel, wenn du mal ein paar Mitarbeiter eingestellt hast und dann die Party wieder zurückgedreht hast, weil das alles nicht funktioniert hat, dann ist das nicht deinem Selbstvertrauen zuträglich, wenn du sagst, ich will keine Mitarbeiter mehr haben. Sondern dann hast du eine Kerbe in deinem Gürtel, der heißt, ich habe verloren. Ich kann es nicht. Und das fördert nicht das Selbstvertrauen. Auch nicht, wenn man glaubt, es zu meiden oder zu ignorieren. Es ist trotzdem, du hast verloren. Du kannst es nicht. Also wäre es schlau, die Nuss zu knacken und zu lernen, wie es geht, weil das baut das Selbstvertrauen auf. Also im Endeffekt, je mehr du erledigst, je mehr du kannst, je mehr Kompetenzen du erwirbst, und ich meine nochmal nicht lernen, sondern können, umso mehr Selbstvertrauen hast du. Ja. Definitiv. Kommt von Gelingen. Motivation, Movare, kommt von Gelingen. Also je mehr mir gelingt im Leben, je mehr Hindernisse, Stolpersteine und Probleme ich lösen kann, umso mehr Selbstvertrauen hast du. Ist doch komplett logisch. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, das ist das Leben. Ein Kind fühlt sich auch super geil, wenn es erst krabbelt, dann stehen kann, dann laufen lernt. Und wer ein kleines Kind hat laufen lernen sehen oder das erste Mal Fahrrad ohne Stützräder und diesem Kind ins Gesicht guckt, der weiß, was Selbstvertrauen ist. That's it. Ja, gutes Beispiel. Ja? Okay. So, das hatten wir eben schon ein bisschen angeschnitten. Wie lerne ich auch mal Nein zu sagen? Ich weiß, dass ich oft ausgenutzt werde, kann aber nichts dagegen tun. Naja, das ist geil. Ich kann aber nichts dagegen tun. Ja, das hat natürlich ein bisschen mehrere Hintergründe, ganz klar. Ne? Das hat schon einige Hintergründe. Da müsste man jetzt sehr, sehr, sehr tief einsteigen. Warum fällt einem das so schwer, überhaupt Nein zu sagen? Häufig ist es tatsächlich so, gerade auch in so Beziehungsthemen, Familie. Man möchte ja im Endeffekt, dass es dem anderen gut geht. Weißt du, so, das ist so das Ding. Ne? Und Nein sagen ist so im ersten Moment etwas, ich tue dem anderen weh. Weißt du, so, das ist also eine wirklich so eine Sichtweise. Das kennen vor allen Dingen Mamas und Papas. Die kennen das. Weil so seinem Kind Nein zu sagen, Man denkt, wenn man Nein sagt, schadet man dem Kind. An so einem einfachen Beispiel wie das Eis oder die neuen Fußballschuhe oder was auch immer. Mhm. Und man glaubt wirklich tatsächlich, man hilft der anderen Person, übrigens auch im Geschäftsleben oder auch Kunden, man hilft der anderen Person, indem man es ihr leichter macht. Aber genau das Umgekehrte ist der Fall. Du hilfst niemandem, wenn du es ihm leicht machst. Niemandem. Du hilfst einem, auch einem Kunden nicht. Ja?
das Ding ist, dieser Exchange-Faktor, ne? So dieses, ich liefere dir was, du lieferst mir was zurück. Und dieses mehr als der andere, also wirklich einfach das Ding zu verschenken, ist schon ein Problem. Und dann trauen wir uns nicht mehr zu sagen, stopp, das passt nicht. Und Nein sagen hat auch sehr viel damit zu tun, darüber wirklich Bescheid zu wissen, was man selber für sich als wichtig erachtet. Also so ein bisschen das Thema Integrität. Ja? Also heißt ja, ich beobachte, dass ich eigentlich Nein sagen müsste, aber ich tue das nicht. So, und das hat einfach was damit zu tun, wenn du, dass du brichst eigentlich damit deine eigene Integrität. Weil was ist Integrität? Eigentlich ganz einfach. Erstens, dass man das, was man beobachtet, weiß, richtig oder falsch. Okay? Also einfach, ist das richtig oder falsch? Und dann in der Lage ist, die Dinge klar und deutlich anzusprechen. Und da das die meisten, viele, viele Menschen nicht mehr imstande sind zu tun, warum? Weil es ja auch von der Gesellschaft in uns reingedrückt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Immer lieb und nett, ne? Nur kein Widerstand, kein Widerspruch, ne? Und so weiter. So, verstehst du, das ist so fast schon wie so eine Erwartungshaltung von der Gesellschaft. Und da kommt noch eine Sache dazu, dass Nein immer häufig in den Köpfen ein Missverständnis hat, nämlich, dass man jemand anderen ablehnen muss. Das ist es aber gar nicht. Ein Nein ist ja nichts anderes als eine Verneinung im Endeffekt. Ich möchte das nicht oder das passt jetzt nicht, zum Beispiel. Okay, also man müsste mal das Wort Nein sich mal ein bisschen genauer anschauen oder das Wort Ja. Weil wenn du Nein nicht sagen kannst, dann sollte dir aber auch klar sein, was ein Ja bedeutet. Weil ein Ja bedeutet ja, ja, du machst das. Ja, du kennst die Konsequenzen des Ja's, dass es eine Disziplin zur Folge hat, dass du eine Zusage machst, dass du was einhalten musst und so weiter und so fort. Weißt du, wie ein Vertrag. Hoffst du, dass du einen Vertrag einhalten kannst? Hoffst du das? Oder machst du das als Ticket auf die Zukunft? Hoffst du, dass du die Immobilie zu dem Kaufpreis verkauft bekommst? Und wenn du dem Verkäufer sagst, ja, ich schaffe das, ist das dann wirklich so? Bist du wirklich zu 100% davon überzeugt, dass du das zu 800.000 Euro verkaufst, obwohl du das für 700.000 Euro nicht bewertet bekommen hast? Und du sagst trotzdem ja, weil du den Auftrag bekommst? Was musst du denn eigentlich sagen? Du musst sagen, nein, ich kann das nicht. Und das ist eigentlich das Problem, dass man eben sagt, nein, das will ich nicht oder nein, das kann ich nicht oder nein, das geht nicht. Das wird so nicht funktionieren. Ist keine einfache Kunst, keine Frage, aber das mal unter dieser Perspektive zu sehen, macht auf jeden Fall viel Sinn. Okay. So, da habe ich noch eine letzte Frage. So, wie bleibe ich motiviert, wenn ich auf Rückschläge stoße? Das ist eine wiederum sehr gute Frage. Schau, ich habe ja oder schon mal an anderer Stelle auch gesagt, das Ganze ist ein Spiel. Ja. Und was gehört zum Spiel dazu? Gewinnen und verlieren. Also Rückschläge oder Hindernisse oder irgendwelche Probleme, die ich bewältigen muss. Aber ich kann doch nicht davon ausgehen im Leben, ja, dass es keine Rückschläge gibt. Mal gewinnt man, mal verliert man. Dir muss es egal sein, ob du gewinnst oder verlierst. Egal. Weil wenn es dir egal ist, hast du weder total den Druck, dass es klappen muss, aber du hast aber auch kein Problem, wenn es mal nicht klappt. Du schüttelst dich und machst weiter. Jetzt kommt aber wieder das Ding, bist du mit deinen Zielen, also bist du dir überhaupt darüber im Klaren, ob du das Spiel, was du spielst, wirklich spielen willst? Weil wenn du ein Spiel wirklich spielen willst, wie sagen wir mal, Mensch, ärgere dich nicht. Mhm. Ne? Das heißt ja nicht umsonst, Mensch, ärgere dich nicht, das Spiel, ne? So, ja. Mensch, ärgere dich nicht. Ne? Aber das Geile ist dabei, wenn du das Spiel doch spielst, dann ist dir doch darüber bewusst, dass dich da einer rausschmeißt. Oder? Das ist doch total klar. So, es ist bewusst, dass dich einer austricksen will.
Es ist dir bewusst, dass du immer, wenn du schon viele in der Reihe hast, ja, dass alle darauf gucken, dass du den letzten oder vorletzten nicht auch noch reinkriegst. Ja. Also im Prinzip doch vollkommen klar. So, jetzt überleg mal, übersetz das mal auf Makler sein oder Business aufzubauen. Wenn du an deinem Standort jetzt Attacke machst, also Werbung machst, du wirst bekannter, du hast mehr Sichtbarkeit. Was ist denn vollkommen logisch, Payvan? Was ist vollkommen logisch? Dass Konkurrenten wach werden, dass Konkurrenten dich anschauen, dass Konkurrenten dich hassen werden, dass Konkurrenten dich von der Platte putzen wollen, dass Konkurrenten schlecht über dich reden werden, dass Konkurrenten dich nachmachen werden. All das ist normal, weil du das Spiel spielst. Oder finden, wird der FC Bayern München von allen gut gefunden? Nee, absolut nicht. Natürlich nicht, ja, absolut nicht. Ja, aber die wissen ganz genau, wir sind die Gejagten. Ja. Jetzt in der nächsten Saison ist es Bayer Leverkusen. Ja, aber das Ding ist, wenn du das Spiel spielst, muss dir auch klar sein, was damit zusammenhängt. Und das ist das, was vielen nicht klar ist. Und die denken alle, hey, so Friede, Freude, Eierkuchen, hört doch auf mit der Scheiße. Es gibt kein Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt kein Leben mit Friede, Freude, Eierkuchen. Alles ist immer toll. Alles ist immer cool. Zu jedem Streit gehören zwei. Wenn ein anderer sich mit dir streitet, dann brauchst du gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, der andere ist schuld. Dann hast du mindestens genauso viel Scheiße am Start. Ja? So, da gibt es schon wirklich einige Gestörte da draußen, die wirklich glauben, immer sind die anderen schuld. Ja? Da musst du mal selber wach werden und sagen, warum passiert mir das? Ja, weil du Scheiße baust. Weil du mit Ursache für diese Scheiße bist, die du in deinem Leben kassierst und nicht die anderen. Ja? Und im Business ist es genau das Gleiche. Wenn du nicht genug Aufträge hast, ja, dann machst du zu wenig Werbung oder bemühst dich zu wenig, kämpfst zu wenig, arbeitest zu wenig, machst einfach zu wenig Power. Mann, streng mal dein Hirn an. Nee, ohne Flachs jetzt. Das ist wirklich, also, weißt du, so immer, das ist so crazy, ja. Wenn du das Spiel spielst, dann werde dir klar, ohne Probleme wird es nicht gehen. Und jetzt kommt der Knaller. Je besser du wirst und je fähiger du wirst, umso größer werden die Probleme. Und nicht kleiner. Die werden nicht kleiner. Also wenn du an die großen Dinger ran willst, dann werden die Challenges größer. Die Konkurrenten, die Gegner werden andere. Ne? Real Madrid gegen Barcelona ist ein anderes Spiel als Eintracht Trier gegen Borussia Dortmund. Das ist so. Ja, und damit, und trotzdem ist Trier ein netter, schöner Verein, aber die spielen halt nun mal leider, was weiß ich, dritte Liga, vierte Liga, fünfte Liga, wo auch immer, ist auch völlig wurscht. Mhm. Aber die spielen ein anderes Spiel. Und dann, dieses eine Mal im Jahr, wenn Pokal ist, dann hat auch Eintracht Trier oder wie die heißen, Eintracht Braunschweig, ist auch völlig wurscht, ja, dann haben die auch eine Chance. Oder Spielvereinigung Trier, wie heißen die eigentlich richtig? Eintracht Trier. Eintracht Trier, ja, cool, ja. So, ne, da haben die auch eine Chance. Weil dann können sie auch mitspielen. Aber sie können erst das große Game mitspielen, dann, wenn sie in der ersten Liga sind oder in der zweiten. So einfach ist das. Und solange haben sie halt, ich sag mal, eher mit, keine Ahnung was, wahnsinnigen Hackern zu tun, die in der dritten oder vierten Liga spielen. Mhm. Und das ist halt ein anderes Fußballspiel als in der ersten Liga. Ich denke, es ist rübergekommen, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Genau. Perfekt. Cool. Alle Fragen beantwortet. Ich denke, die Fragen gestellt haben, sind jetzt super happy. Und ich bin auch super happy. Genau. Und genau, für euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, natürlich auch sehr spezifische Fragen, Maklerfragen, einfach hier in die Kommentare reinschreiben. Und wir machen so ab und zu immer wieder mal so eine Q&A-Session hier im Podcast. Und ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg.